Senhor, e aqui estamos, vida, good in for. Im Gaumen sitzt der Belzebub, das Auge ist dunkelrot. Die Hypophyse spielt das Lied vom Tod. Während ich mich übergeb, schwör ich mir ferngesteuert, sofern den Tag ich überleb, es wird nie mehr gefeiert. Weil morgen, ja morgen, fang ich ein neues Leben an. Und wenn denn morgen, ja übermorgen, oder zumindest irgendwann, fang ich wieder ein neues Leben an. Doch wie ich um die Ecke komm, seh ich mein Stammlokal. Und wieder hab ich keine andere Wahl. Na, weil der Franz, der Joe, der Ferdinand sind auch schon mal wieder da. Na, was macht denn schon ein Achter oder zwei? Beim fünften Viertel fehlt uns noch der Gewissensbiss. Doch was soll's, wenn dieser Tag sowieso verschissen ist? Konzert in 23 Tagen. Wir sind ein bisschen müde, aber ihr habt uns aufgeregt. Und ich sage im Ton der tiefsten Überzeugung, ihr seid das beste Publikum, das wir seit gestern gehabt haben. Wir bedanken uns bei unseren Technikern, die schwer krank, aber trotzdem zuverlässig uns begleitet haben. Für den Ton vorne verantwortlich Peter Schmidtbach, ein Paar neben Bernhard und mit Martin, da ist er, unser Vollmond. Yeah. Dann Licht, Manfred Nigitzer, yeah. Ich weiß nicht leicht, wenn ich Scheinwerfer. Den Kenny, der ist glaube ich da auf der Bühne. Den Vogel, der ist auch da, haben wir schon gesehen. Ja, mit Rainer, Blisi, Jindra, alle da. Und jetzt aber ein Geheul, ein irrsinniges Geheul für die einzige Dame, die es in unserer Mitte aussieht und uns für die Garderobe verantwortlich zeichnet und Kleindarstellerin ist, eine großartige. Das ist zu dem keiner hat dazu. Nein. Dann unsere zwei Helferlein, die das alles hier aufbauen und wieder abbauen. Das sind zwei Veganer, einer größer, einer kleiner, die an der Ernährung liegen. Der 20er Tommy und der Herzi, und sie sind wie groß. Großartige Kleidung. Danke, jetzt fliegt alles, ich weiß es. Ich kenne die zwei. Danke sehr. Sehr. Und noch eine Dame, die für die grafische Aufbereitung sämtlicher Zuspielung verantwortlich ist, Nora Tietz. Ja, danke. Was ist denn? Danke. Und unseren Tourmanager, Agenten, der, obwohl er uns immer wieder sehr viel Kritik nimmt, auch ein Freund ist. Das ist Lothar Schlesmer von Hello Konzert. Und Prost auf den noch nicht erwähnten, unseren kleinsten, größten Klaus Eberhard. Eine Strophe haben wir. Prost, Jungs.
Das machen wir nachher. Ha? Wegblasen können wir es nachher. Jetzt noch die letzte Strophe. Jetzt, Franzi, ja, auf zum Saufen. Unglaublich. Aber er ist ein Bläser. Es ist viel.